Willkommen zurück zum tierisch verrückten Bauernhof. Wir haben ein SMS. Wahrscheinlich von dem Typen, der am Briefkasten vorne steht. Treffe ich in der Brücke, von mir aus in der Brücke. Aber auch da werden wir nicht hingehen, denn ich habe es ja angekündigt am Ende der letzten Folge, dass wir jetzt nun. Ja, ich weiß genau, was die machen. Hier gibt es nämlich gleich ärgere Briefträger, aber das machen wir noch nicht. Wir laufen erstmal ganz gemütlich unsere Runde. Ich meine auch wirklich laufen. Ich könnte auch mit dem Fahrrad fahren und dann wieder absteigen und so, aber nö. Wir laufen jetzt schön solide unsere Runde hier bei dem Bauernhof. Ja, ich kann ein bisschen sprinten. Warte, was war da gerade? Also, du mitnehmen, ne? So, Schneeglöckchen, Weißröckchen, dann kommst du geschneit. Ja komm, wir sind Fahrrad, da können wir ein kleines Stückchen mit dem Fahrrad fahren. So. Wie geht's euch? Auf jeden Fall, willkommen zurück. Alter, was ist denn mit der Steuerung gerade los? Schicke SpongeBob-Musik gerade. So, wir müssen gucken. Hier ist. Zu? Gut. Wir sollten halt immer noch denken, sobald ein neues Gebiet frei ist, dann da uns halt auch ein bisschen umschauen. Gut, umschauen. Wir haben Unkrautteiche. Waren wir jetzt in der letzten Folge, denke ich, ne? Was die Karte jetzt nochmal sagt. Und jetzt will man einfach hier weit weitergehen. Und halt das. Ich glaube, das sind mehrere Wege. Wir gucken mal. Komm, steig ab. Schon ein bisschen schön. Ja, das ist schon ein bisschen hässlich. Oh, ich habe das Bild nicht kleiner gemacht, fällt mir gerade ein. Naja, ich kann ja theoretisch auch einfach auf das OBS-Bild gucken. Das ist ein bisschen kleiner und da tun nur weniger meine Augen weh. Und wir lesen uns diesen Tipp durch. Schwein hat die Kirche nur am Tag geöffnet. Nachts kannst du ihn im Stall mit einem Mocktail machen, genau. Das werden wir wahrscheinlich dann auch tun, sobald wir dann eben mal nachts da reingehen, ne? Na gut. Was? Warum lädt er jetzt? Ich bin nur auf die Karte gedrückt. Ah, da steht sogar ein Fahrrad, Lennet. Was ist das hier für Markierungen? Ah ja, hier gibt es zwei Wege. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, weil da kommt anscheinend ein Zaun der Karte zur Folge. Und wenn ich jetzt Schokoladen schenke, nehme ich auch gerne mit. Ansonsten gucken wir uns halt hier einfach mal weiter um. Einfach schon mal den Campus hier kennenlernen, bevor es hier drüber geht. Okay, hier ist der Zaun, okay. Na, dann gehen wir erstmal den oberen Weg lang. Ich weiß nämlich, dass sie sich gleich wieder treffen werden, die beiden Wege. Und schade, der wie gesagt nicht hier schon mal ein bisschen umgeschaut zu haben. Ich habe aber Bock auf das Spiel weiterhin. Was ja, denke ich mal, eine ganz gute Voraussetzung ist. Aber ich freue mich auch noch gleich, irgendwie Story weiterzumachen. Ich komme auf den Bauernhof gucken. Ist ein bisschen. Wobei, doch, das ist schon hier das Modell. Halt nur nicht so gut. Die Weitsicht ist nicht gut, aber es ist auch wirklich auf jeden Fall das, wo wir waren. Sieht man an dem Stern, würde ich sagen. Um ein Meisterspritzer zu werden, solltest du deine Zieltechnik trainieren. Auf diese Weise wirst du dein Ziel nie verfehlen. Ja, das muss ich jetzt noch ein bisschen üben, weil ich muss meinem Linksdrall ein bisschen entgegenwirken, if you know what I mean. So. Der Hügel. Mondscheinhügel oder wie das hier heißt. Nee, hier ist nix. Hier ist Fahrrad und hier kann man Monsterstunt machen. Den werde ich jetzt, denke ich mal, gleich mal tun. Sobald ich halt den anderen Weg gegangen bin noch. Ach, stimmt, wir haben noch so eine Sammel. So einen Goldrauchtaler bekommen, den würde ich gerne gleich auf dem Bauernhof auch noch benutzen. Ich hoffe, ich denke dran, wenn nicht, irgendwann wird es mir wieder einfallen. Ben sagt, dass der Kauf menschlicher Artikel im altönischen Untergrund untersagt ist, aber das hält niemanden davon ab, dort zu kaufen, ja halt echt. Wie springt man? Ah, mit Kreis springt man, stimmt. Glockenblumen können wir schon. Da. Hallo. Oh. Gut. Aber wie gesagt, so im Sinne von 100%. Theoretisch kann ich nachgucken, wo Rezepte und so sind. Die kann ich damit halt wahrscheinlich nachgucken und dann finde ich heraus, ah, da kann ich was finden. Aber die ganzen Hinweise, ich weiß nicht. Wird man sehen. Ich würde erstmal wieder den Hügel runtergehen und dann wieder auf den eigentlichen Weg zurückkommen.
Gemüsebeet. Hi. Diese Haufen sind Orte, an denen du Milchgras pflanzen kannst. Wenn es aufgewachsen ist, ist es so stark, dass du daran hinaufklettern kannst. Milchgras wachsen? Wie bitte? Ranken wachsen lassen? Pusteblumenwiese. Komm, zurück. Genau, hier treffen sich die Wege wieder. Schwein sagt, dass du öfter gegen das Rohr treten musst, als darüber zu springen, um einen Highscore-Mannspring zu erhalten. Okay, das ist auch ein guter Tipp, weil ich glaube, da haben wir nur A-Rang erhalten, oder? Ich glaube, da haben wir nur A-Rang erhalten und von daher kann man da bestimmt noch ein bisschen was ziehen. So. Einfach mal das ganze Erdbeeren klauen, das ganze Feld leer räumen, man kennt es. So. Einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, wir müssen später sowieso nochmal oft genug können, aber man kann einfach schon mal ein bisschen was mitnehmen. Diese Steine nehme ich auf jeden Fall direkt mit. Erdbeershake. Hier wird es auf jeden Fall später auch ein Minispiel geben. Ich glaube, darauf habe ich keine Lust, aber muss halt gemacht werden. Das Spiel besteht halt auch aus Minispielen hauptsächlich. Gerüchte besagen, dass auf dem Schrottplatz jede Menge Kojoten sind. Ben hat allen verboten, sich dorthin umzutreiben. Kojoten auf dem Schrottplatz, okay. Klingt nicht so doll, muss ich sagen. Da stürze ich mich doch lieber mal hier die Klippe runter und guck, wo ich da lande. Oh. Gut, auf. Hannah und die Hennen haben ein paar Eier am Hühnerstall übrig. Tritt einfach auf die Rampe und ein Ei wird da runterrollen. Ja, darüber haben wir schon gesprochen in der letzten Folge, aber muss halt gemacht werden, ne? Für die 100%, I guess. Ein Apfelsaft, das ist ein guter Mocktail. Ist das ein neuer Ort hier? Weiß ich noch nie. Warum wir viel Geld? Das haben wir gesehen. Aber glaubt, dass ich mir nicht spiele, bekommt man eigentlich gut Geld. Aber hält mich nicht davon ab, mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. Pip sagt, dass es auf dem Bauernhof 64 Nachrichtenbäume gibt. Hast du sie alle gefunden? Ich habe 21. Also das ist irgendwie so ein geheimer Ort, so ein bisschen, weil das ist irgendwie so abseits von allem. Oh, hier kommt man runter, kommt man. Na doch, man kommt. Ach, falsche Taste. Da kommt man hier hoch. Na doch, man kommt hier hoch. Duke sagt, dass du mit möglichst vielen Kugeln Vorsprung gewinnen musst, um einen Stallpool Highscore einzuhalten. Der gibt Sinn. Gibt also Stallpool. Meine Mama dazu hatte uns ja, glaube ich, auch angerufen in der letzten Folge. Also von daher ist das nicht so überraschend. So, schauen wir uns doch schon mal hier um. Wir werden nur durcheinander kommen, wo wir noch nicht waren, aber ich denke mal, das kriege ich hin. Otis hat 5 Plätze gefunden, auf denen er Superspritzen trainieren kann. Hast du sie alle gefunden? Hier, ne? Aber ist auch kein Milchgras. Aber okay. 5 Orte, also. Klingt nach 100%. Peck macht sich manchmal Sorgen um Freddy. Freddy hat manchmal diesen Drang. Okay. Will ich wissen, worum es geht? Dann nehme ich auch lieber dieses Rezept da hinten mit. Ich glaube übrigens auch, als das Spiel einem gesagt hat, du musst schlafen gehen, um deine Ausdauer zu regenerieren. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Hint, hey, tu das mal im Echt. Oder so, ich weiß es nicht. Alle sagen, dass Everett so alt ist, er sieht aus, als könnte er einen Urlaub vertragen. Everett, wer ist Everett? Das ist Miles auf jeden Fall. Miles ist der Esel, der alte Esel. So, die Jersey-Kühe, wie geht's euch? Naja, was auch immer. Aber ist das ein Schloss? Das ist kein Hinweis. Aber hier mitten auf dem Feld wird es wahrscheinlich nichts sein.
Aber man muss ja trotzdem immer so ein bisschen Ausschau halten. Ah, hier ist ein Hinweis. Sehr gut. Ortis ist dreimal in Folge Bauernhofmeister geworden. Wird die neue Kuh in der Lage sein, diesen Rekord zu brechen? Das sind aktuell die Zettel. Oh. Gibt Geld. Ich muss mal kurz was zum Stecker ziehen, weil mein Handy voll geladen ist. So. Und den Strom konnte ich nicht ausschalten, weil da ist auch mein, nicht mein Elgato dran, sondern mein Konverter, so heißt das. Um halt mein PlayStation-Kabel an HDMI anzuschließen. Und damit eben doch meinen PC zu bringen. Da ist da ein Hinweis. Ne, das ist nur ein Fahrrad. Apropos Fahrrad, das nehmen wir uns mal. Dann würden wir jetzt nämlich jetzt mal die Monsterstand machen und dann, naja. Uns um die restlichen zwei Abschnitte kümmern, die wir uns noch anschauen müssen. Weil wir hier natürlich nochmal vorsichtig gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Nö, erstmal nicht. Hier ist das Gemüsebeet. Wird nachgewachsen. Sieht nicht so aus. Aber ich habe auch nicht richtig geguckt. Hey. Aber vielleicht gibt der Monsterstand ja auch eine Belohnung. Weißt du, in Sims 2 gestrandet haben wir auch diese Stunts. Diese besonderen Stunts auch irgendwie was gegeben. Da geht einfach nur eine Abkürzung. Ist okay. Man kann übrigens auch boosten beim Fahrradfahren mit, auch mit L logischerweise. Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Damals hat mir das Spiel irgendwann auch nochmal gesagt, wenn es darauf ankommt, Fahrradrennen zu machen. Aber ist doch nett, wenn wir es jetzt schon wissen, aber ich will jetzt noch nicht boosten, weil ich muss mich ja Ausschau halten, ne? Nach sowas hier. Hey, komm. Tipp 27, das ist jetzt wichtig. Schwein sagt, dass die besten Kirschen der Gegend auf dem Hof der Bidis wachsen. Kenne ich nicht. Hab den Film nicht gesehen, hehe. Das ist der nächste Hinweis. So. Mrs. Beedy ist sich sicher, dass auf unserem Hof etwas nicht stimmt. Zum Glück hält ihr Mann sie für verrückt. Ja, genau, okay, ich weiß, wer sie ist. So, jetzt sind wir auch wieder da, wo wir gerade waren, ne, oder? Ja doch, ja, jetzt machen wir hier wieder, dann können wir wieder durchrasen. Da. Dann haben wir es ja jetzt fast geschafft. Ist es jetzt schon abends wieder? Wahrscheinlich, ne? Weil wir sind 12 Minuten in Folge, dann sollte jetzt wieder Nacht werden. Perfekt, weil dann können wir nämlich gleich in den Stall gehen. Ne, warte, sorry, ich muss mal hier ein bisschen so rumlaufen, ist mir doch lieber. Aber es wird gleich Nacht, da können wir gleich in den Stall gehen. Ich würde natürlich gleich nochmal die Herausforderung machen, wobei, jetzt mache ich es lieber am tagsüber. Die Herausforderung gleich mache ich lieber tagsüber, da diese Goldrauchmünze da am Bauernhof. Wusstest du, dass der Bauer Veganer ist? Oh, der ist sogar Veganer, ja, dann nehme ich alles zurück, was ich in der letzten Folge gesagt, in den letzten drei Folgen gesagt habe. Ja, dann ist ja gut. Stadtteil ist aber auch, jetzt hab mal mit geguckt, das Stadtteil ist auch in der Beschreibung des Films, dass der Bauer Veganer ist. Von daher. Die Erdhörnchen bieten jede Menge coole Fahrräder zum Verkauf. Ein neues Fahrrad verlängert die Dauer deines Sprints. Das ist natürlich auch praktisch. Lohnt sich da richtig Geld zu sammeln oder so. Melonensaft! Wir könnten jetzt noch ärgern den. Nee, komm. Alles kommen. Was geht? Nicht viel. Was macht ihr hier unten? Wir werden Ärgere den Briefträger spielen. Willst du es einmal versuchen? Sicher.
Alles klar, drücke die Tasten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um Move zu machen. Wenn es so aussieht, dass der Briefträger sich gleich umdreht, dann drücke Viereck, um dich auf alle Viere zu stellen. Wenn er dich sieht, ist er es aus. Er wird mich nicht sehen. Alles klar, trete vor, ich warte. Ich wette, dass du keine 100 Punkte schaffst. Herausforderung angenommen. Wir werden sehen, Otis. Ich denke mal, machen wir die andere Herausforderung weiter am nächsten Tag. Mal gucken, ganz entspannt. Mit drei Kreis und Viereck die Move, mit drei Kreis X die Move und mit Viereck auf die Vorderhufen gehen. Werden die Tasten Power geben? Habe ich gerade irgendwie nicht so. Oh, ist wieder hell. Ganz vorsichtig, wir haben die 100 Punkte, wir dürfen trotzdem nicht entdeckt werden. Ah, es geht ja wieder, okay. Ärgere, das war also ärgere den Briefträger. Witzig schon so ein bisschen. Gut. Ja, ich glaube, das ging halt einfach nicht besser, weil halt einfach der hat einfach gegangen ist bei über 100 Punkten, glaube ich. Weil ja, theoretisch, die Zeit war ja noch da. Also denke mal, das müssen wir einfach irgendwann nochmal machen und dann können wir auch mehr Punkte machen. Das ging jetzt einfach, denke ich mal, einfach nicht, weil, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hinbekommen hätte sollen, weil er einfach dann halt aufgehört hat. So beendest du erfolgreich Missionen. Tagesmissionen müssen am Abend oder Nacht beendet werden. Tagesmissionen vor Sonnenuntergang beendet werden. Unterbreche das Spiel und wähle Aufgaben aus, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst. Unterbreche das Spiel und wähle Aufgaben aus. Du bist die Kuh! Wenn du irgendwann noch einmal den Briefträger ärgern möchtest, dann gehe tagsüber zum Briefkasten und warte auf ihn. Ja, ich denke, das musst du auf jeden Fall machen, weil überall einen Stern zu bekommen wäre auch ganz cool, Wir ne? sehen uns später! Bis später und dann noch ein Goldrauschtaler, nett, nehme ich gerne. Oh, unterbreche das Spiel und wähle Aufgaben. Wahrscheinlich im Hauptmenü, oder? Keine Ahnung, was jetzt noch. Dachte mir, oh, ich habe eh nicht genug Geld, um einkaufen zu gehen. Ey, komm, jetzt wird's dunkel, jetzt will ich keine Goldrauschtaler hier besorgen. Und die Musik ist bei der war ja auch nicht böse, alles gut. Die wollen aber auch nicht schlafen, ne? Komm. Spawn vor meiner Fresse. Danke. Willkommen in der Stallbahn. Willkommen. Der tierisch verrückte Bauer, ob wir Rezepte finden, kennen wir. Haben wir jetzt auch einige schon gefunden. Also, wir haben, glaube ich, also sind mehr auf der Kochrezepte auf jeden Fall. Und die wollten ja einige Leute mit uns quatschen, soweit ich weiß. Der Hahn, genau, aber auch der Hund. Aber der Hund ist im Keller. Komm, Schwein, kann ich bei dir mixen? Ich glaube noch nicht. Das muss dann erstmal ja, tutorialisiert werden. Komm, wir haben noch Zeit mit dir zu reden. Wir haben die Lieferung. Das ist sehr, sehr gutes Zeug. Die Stahlbar sieht gut aus, Wut. Sie sieht gut aus und schon bald wird sie noch besser aussehen, dank dir. Wie würde es dir gefallen, der Partylöwe Nummer 1 zu sein, hä? Super. Alles klar, das ist der Deal. Du kaufst weiterhin Sachen aus dem Erdhörnchenladen.
Komm nachts in die Stallbar und frage mich, wenn du wissen willst, wie viel Prozent die Stallbar bereits eingerichtet ist. Jetzt ist sie zum Beispiel zu 2% fertig. Wenn sie zu 100% komplett ist, wirst du zum Partylöwen Nummer 1 gekürt. Okay, geil, das kriege ich hin. Ich habe dir außerdem ein paar Belohnungen versprochen. Jedes Mal, wenn du etwas kaufst, was ein Tier besonders mag, bekommst du etwas Spezielles von mir. Duke ist wirklich ein Meister am Pooltisch. Also, hier ist deine Belohnung. Nimm diese Milchgras. Ah, super. Was ist Milchgras? Es ist eine Kletterpflanze, die sehr schnell wächst. Sie ist stark genug, um daran hochzuklettern. Die Erdhörnchen haben überall auf dem Bauernhof Löcher gebuddelt. Du wirst eins in der Nähe des Wassertanks auf der Pusteblumenwiese finden. Ich glaube, da waren wir gerade, ne? Ja, ich müsste das sagen, wo wir gerade sind. Drücke X, um ein Milchgras in deinem Erdhörnchen aufs Einzelpflanzen. Dann musst du es mit Milch bespritzen. Spritze weiter und es wird wachsen und wachsen. Wenn es voll ausgewachsen ist, kannst du es wie eine Leiter benutzen. Wenn es soweit ist, kannst du darauf hochsteigen wie auf einer Leiter. Kaufe weiterhin Zeug für die Stallbar, dann werde ich dir noch jede Menge andere Belohnungen geben. Partner, hört sich gut an für mich. Bis später, Kuh. Bis später. Nice, nice, Milchgras. So, Duke wartet auf jeden Fall unten im Keller auf uns. Und mal gucken, was es sonst noch ergeben wird. Aber das in der nächsten Folge. Aber in dieser Folge werden wir nochmal kurz einen Mocktail mixen. Das machen wir jetzt noch. Weil ich will heute halt, wie gesagt, nur zwei Folgen aufnehmen. Und dann ja, mache ich das halt auch in diese Folge rein. Mocktail-Buch. Komm, ich mach Apfelsaft. Wir machen Apfelsaft. Oder Melonensaft geht auch. Komm, machen wir Apfelsaft. Ich hab ganz viele Äpfel. Machen wir Apfelsaft. Wir haben einen neuen Drink. Fertig. Ah, und dafür kriege ich dann Geld anscheinend. Okay, ich kriege dann nicht das Getränk, sondern einfach Geld. Komm, dann machen wir noch Melonensaft. Gib vielleicht ein bisschen mehr Geld, weiter nicht. Einen neuen Drink. Also ein bisschen wie ein Zelda-Begriff soweit. Essen kochen und dann verkaufen für Geld. Wir hey. Haben einen neuen Drink. Naja, tschüss. War nett mit dir, war nett mit dir. Ich glaube, ich besorge mir einen Snack. Tu das, Schwein. Aber gut. Das war's dann mit dieser Folge und der nächsten Folge, ja, schauen wir an, ob wir Duke im Poolbillard schlagen können und, ja, gucken, was noch so geht. Kümmern uns wahrscheinlich um den Geldautomaten, um das Milchgras und dann halt noch ein bisschen Missionen. Also, bis dann und ciao.